Und nun, meine Damen und Herren, freue ich mich, heute am Silvesterabend einen Gast begrüßen zu dürfen, der seit Jahren mit seinen Späßen mit versteckter Kamera und seinen witzigen Werbespots Millionen Zuschauer begeistert. Ab Januar ist er mit 9 Folgen wieder im Programm. Für uns hat er heute einen kleinen Vorgeschmack mitgebracht. Wir begrüßen Sie ganz herzlich in der Wochenshow Fritz Egner. Namen Fritz. Danke. Guten Abend. Danke, Jürgen. Hallo liebe Zuschauer zu Hause, ich freue mich heute Abend hier zu sein, das ist ganz klar ein schöner Abend. Wir haben das ganze Jahr ja wieder eifrig Werbung geschaut und für Sie heute eine Auswahl der neuesten und witzigsten Werbespots der Welt zusammengestellt. Die Fernsehwerbung hat zum Glück auch 98 wieder viel Humor bewiesen und Vorreiter in diesem Bereich sind natürlich immer wieder die USA. Dort beweist man in Sachen Humor einen kühlen Kopf, selbst an heißen Tagen. Für Dinge, die Sie nur einmal in Ihrem Leben sehen werden. Wasserdichte Einwegkanäle. Augenoptiker für besseren Durchblick. Auf diesem Instrument kann man jetzt wahrscheinlich nur noch Bach spielen. Produkte lassen sich, das haben die Werbetreibenden bekannt, mit Humor einfach besser verkaufen. Ganz gleich, ob nun ein einzelner Gag im Vordergrund steht oder eine komplette, zusammengebastelte, lustige Geschichte. Wie diese Sache mit der Night Fever Oma. Neulich im Seniorenheim. Wecken Sie Gefühle. Schicken Sie eine CD. Jawohl, es
Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Fremdsprachen zu lernen. Ich denke da zum Beispiel an Französisch. Naja, der Werbespot der Sprachschule Sößmann hat übrigens in diesem Jahr beim Werbefilmfestival in Cannes einen Preis gewonnen. Das war's vorerst von mir. Wir sehen uns gleich wieder mit dem zweiten Teil der witzigsten Werbespots des Jahres 1998. Und bis dahin zurück zu Ingolf. Also, bis gleich. 6 Spiele, meine Damen und Herren, erfreuen sich bei den Deutschen nach wie vor großer Beliebtheit. Die populärsten Spiele im letzten Jahr waren Dame, Homopoly und Ich bin spitz, pass auf. Über ganz andere Spielarten der Erotik erfahren Das Meisterwerk.